Eine kleine Gazelle geht durch die Straße und biegt in ein Waldstück ein. Ein grün Metallic Farmer Passat Kombi ist auf der Leveransstraße unterwegs. Zwei Unbekannte sitzen in dem Auto, steigen aus, als der Wagen angehalten hat. 400 Kilometer weiter liegt ein Stück Pflaster auf der Straße, es regnet. An dem Pflaster ist ein Blutfleck. Das allein gibt mir schon zu denken. Die Gazelle hoppelt in den Wald hinein und es wird immer dunkler im Wald. Der Wald gibt seine Preiselbeeren frei. Es riecht nach leckeren, duftenden Waldbeeren. Eine Hexe steht in der Ecke mit einem Lebkuchenhaus und lockt die Kinder an. Hänsel und Gretel gehen hin und werden gegessen. Das aber nur nebenbei. Die Gazelle geht durch diesen kleinen Weg. Plötzlich kommt ein Adler entgegen, aber zu Fuß, denn er hatte kein Geld mehr für einen Flug. Der Adler ist ungefähr so hoch wie die Gazelle. Die Gazelle ist ungefähr so hoch wie der Adler, aber ein Stück höher, ungefähr 40 Zentimeter. Sie wollen aneinander vorbeigehen an dem Weg, der eigentlich schmal genug ist für zwei. Plötzlich teilen sich die Büsche. Der amerikanische Präsident und seine Frau liegen dort und sind bei ihrem Geschäft. Ihr versteht, was ich meine. Sie werden gefilmt vom belgischen Innenminister. Die Gazelle klopft an und sagt, guten Tag. Der amerikanische Präsident lässt eine kurze Weile von seiner Frau ab. Da kommt ein anderer Junggeselle und will sie begatten. Da muss der amerikanische Präsident aber sich behaupten. Und dann beginnt der Kampf. Sie knallen ihre Oberkörper immer wieder zusammen. Dabei sind ihre Gesichter total schmerzverzerrt. Die Frau robbt weg und plötzlich auf einmal einer gewinnt. Und zwar der Innenminister von Belgien. Er ist etwas korpulenter wie der amerikanische Präsident von Amerika, von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und der amerikanische Präsident muss seine Herde verlassen. Und mutterseelenallein geht er in den Wald. Das war eine Nebengeschichte. Jetzt kommt der Hauptpunkt. Während der amerikanische Präsident der Vereinigten Staaten ohne seine Frau, die jetzt mit dem belgischen Innenminister geht und sie sind schon total am Kopulieren, balzt ein dritter Jüngling in einer Gruft, die er sich selbst gebacken hat in der Nähe. Plötzlich geht eine Tür auf im Wald und in dem Moment kommt die Gazelle da raus und trifft den amerikanischen Präsidenten, der ganz, ganz alleine daher robbt. Seine dicken Fettpolster bieten ihm Schutz gegen pickende Vögel. Da! Ein Vogel hat eine Zecke gefunden in der Haut des Präsidenten. Und auf einmal sagt die Gazelle, ich suche meine Mama. Und da sagt der amerikanische Präsident in einer anderen Sprache etwas, was die Gazelle gar nicht verstehen kann, nämlich in der normalen Sprache der Dickhäuter. Aua, hat er gesagt, wegen dem Vogel. Der Vogel steht oben auf dem Nacken und pickt ihn total in die Wulst hinten rein und will die Zecke rausholen, weil sie ein gefundenes Fressen ist für den kleinen Fregattvogel. Der gespielt wird wiederum von der Frau des amerikanischen Präsidenten von Amerika. Plötzlich ist da eine Falltür. Da guckt Helmut Kohl raus und sagt, sind die Frikadellen schon fertig? Eine Horde ungezogener Kinder steht dabei, lacht und lecken bunt an einer kringeligen Zuckerstange, die sie von der Bude haben, wo ein böser Mann drin sitzt, der immer an die Titten packt von Omas, die vorbeigehen.
Naja, aber das gehört ja nicht hin zu, diesem, zu dieser Geschichte, zu dieser witzigen Geschichte mit der kleinen Gazelle, die auszog. Aber was geschah mit dem Auto, mit dem grünen, silbrigen Passat? Ich kann es euch erzählen, Freundinnen und Freunde hier in der Stadt X. Mit dem Auto passierte Folgendes. Es ist abgeschloppt wegen Falschpark. Die beiden Männer, die Unbekannten, überfielen die Reifeisenkasse und kamen mit Speckhandschuhen um die Ecke, um sich selbst zu bewundern. Die kleine Geschichte hat noch einen guten Ausgang. Die Gazelle fand ihre Mutter wieder, und zwar die Mutter von der Gazelle selbst. Doch die Mutter nahm die Gazelle nicht an. Aber das gehört schon zu einer nächsten Geschichte. Deshalb sage ich, der gute Ausgang, die Gazelle hat ihre Mutter wiedergefunden. Und dann, danach, das ist die Mutter nimmt die Gazelle nicht an. Das ist dann schon eine andere Geschichte, die jetzt hier nicht hingehört.